Hallo und willkommen zurück zu Gnome Moria. Und ich muss sagen, dass... Ja, ich finde, dass wir bei Gnome Moria mittlerweile an einem Punkt sind, wo die aktuellen Gegner uns gar nicht mehr so viel anhaben können. Und das ist fast ein bisschen langweilig irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt hier die ganze Zeit nur Gänge graben, weiß nicht, finde ich jetzt mal ein bisschen langweilig. Und darum habe ich mich entschieden, dass wir ein bisschen tiefer graben werden. Und zwar ziemlich tief, weil erst ab Level 50, was hier unten irgendwo ist, kann man Eisen finden. Und deswegen fangen wir jetzt mal an zu graben. Wo sind denn die Stufen? Da sind sie. Dann, los geht's. Build. Tradic Stairs Down. Ja, was weiß ich hier irgendwie so. Und hier. Drehen. Ja, kompletten Schmarrn. Also nochmal. Terrain, mein. Dick Stairs Down. Hier sind wir. Dahin. 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 Ah, warte mal, dann habe ich den falsch gemacht. Jetzt bin ich irritiert. Hier, oder? So. Jetzt habe ich den... Nein! Da. Jetzt sind wir wieder richtig. Okay. 24, 23 sind wir. Ja, wir machen das jetzt einfach abwechselnd. Und nicht mehr schön. So. Sind wir jetzt 32? Ja, jetzt ist erstmal gut. Da sollen die jetzt mal anfangen zu graben. Und da habe ich schon irgendwas falsch gemacht. Terrain, Dick. Stairs down. Dahin bitte. So, schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall in jeder Ebene Fackeln brauchen, das ist mal klar. Das kann ich ja jetzt mittlerweile mit B machen, genau. Wobei ich in dem Fall Wall Torches brauche. Na, komm schon. So. Die ich hier nicht hinsetzen kann. Vielleicht kann ich sie... Ah, die kann ich... Wo kann ich die denn hinsetzen? Und wie rum bist du gedreht? Hier kann ich sie auf jeden Fall nicht hinsetzen. Okay, das heißt, ich muss ein bisschen immer was vergrößern. Okay. Dann machen wir das doch. Okay. Dann können wir aber auch wieder normale Fackeln benutzen. Da haben wir wieder Kupfer gefunden. Wo sind wir denn mittlerweile? 21, okay. Na, das ist anscheinend ziemlich hart, was die da machen. Das dauert nämlich hier ganz schön lang. Das ging schneller. Wobei ich glaube, das ist einer der neuen Gnomaden, kann es sein? Weil der ist schon sehr langsam. Ich glaube, der ist noch nicht so ganz erfahren. Darum dauert das anscheinend etwas länger. Hier ist es so schlauer. Und wir haben ein neues Jack. So, dann schauen wir mal. Wo sind wir? Hier sind wir. Fackel, 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 Fackel. Fackel.
bist du. Kohle, ja, genau, Kohle. Wie sieht's bei der Kohle aus? Ja, können wir ein bisschen mehr gebrauchen. Wenn wir das mal nutzen. Hier haben wir schon Fackeln, perfekt. Ja, dann sind wir ja schon auf gutem Weg zu Level 50. Ist zwar alles gerade hier ein bisschen eng, aber ich denke, wir brauchen gerade nicht wirklich viel mehr Zinn und Kohle eigentlich auch nicht. Ja doch, Kohle schon, Kupfer meine ich. Dementsprechend jetzt hier die ganze Zeit rumzubühlen, hilft uns nicht weiter. So, wenn, dann müssen wir stärkere Rüstungen machen und die finden wir erst weiter unten, eben durch Eisen oder Stahl. Und da müssen wir eben noch ein bisschen buddeln. Und dafür brauchen wir mehr Fackeln. Naja. Viel Kupfer. So. Da sind wir gerade am Runterbauen. Sehr schön. Ja, es geht voran. Schauen wir mal kurz hoch, ob es da irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Auf jeden Fall haben wir, wie gesagt, ein neues Jack. Das ist schön. Wie sieht es denn bei den Yaks aus? 2 Males, 3 Females. Perfekt. Was habe ich denn hier eingestellt? Was? Ja, ich hätte gern 4 Females und 2 Males, ja. Komisch. Sehr komisch. Vor allem, weil ich ja hier eigentlich Excess Livestock drin habe. Hm. Schauen wir mal. Da ist es auf jeden Fall ein paar Leuten langweilig. Das geht ja mal gar nicht. So, hier sind wir gerade beim Fackeln bauen. Beziehungsweise hier müssen noch Fackeln gebaut werden und hier muss vor allem auch wieder noch abgebaut werden. Also oben langweilen sie sich, unten sind sie nicht fertig. Ist ja wieder klar. Hallo. Will denn gar niemand? Was ist das denn? Dunkel. Ist das Marble nur dunkel oder ist das was Eigenes? Basalt. Das heißt, wir kommen langsam in die heißen Gefilden. Weil, wenn ich mich recht erinnere, ist Basalt ja in der Nähe von Lava. Ja, oder nicht? Die Lava ist, glaube ich, ganz unten, oder? Ja, irgendwo bei Level 100, da kommt sie dann mal. Das wird übrigens noch interessant, falls wir überhaupt so weit kommen. So, wo sind wir denn? Hier sind wir. Und ich glaube, das ist sogar das niedrigste Level, was ich angefangen hatte. Okay. Das heißt, wir sind bei Ebene 33 und haben angefangen bei Ebene 18. Das heißt, wir haben jetzt 15 Ebenen runtergegraben. Und uns fehlen jetzt noch 17. Richtig? Ja. Okay. Doch noch ein weiter Weg vor uns. Und der Händler ist wieder da, okay. Dann werden wir das jetzt mal ein bisschen anders machen, nachdem das ja irgendwie doch recht lang dauert. Und zwar werde ich erst das Gebiet ausheben. Und zwar in jeder Ebene und dann die Treppen reinsetzen. Das hat den Vorteil,
dass ich nicht die Treppen, die ich schon gesetzt habe, wieder überschreibe. Ungefähr da. So, und das... Oh! Oh, hier ist was dazwischen. Okay, dann machen wir das hier nicht mehr. Hier aber noch. Okay. Terra dick. Stairs down. Hier und hier und hier. Und jetzt können wir das hier einfach einfügen, ohne wieder von vorne anfangen zu müssen. Und jetzt sehen wir, ob wir richtig rauskommen oder ob wir das gleich umsetzen müssen. Wenn... Ja, das passt. Das passt. Ist zwar knapp, aber passt gerade so. Okay, wunderbar. Jetzt können sie hier ein bisschen abbauen und wir können ganz in Ruhe unsere Fackeln setzen. Bildtorch. Was ist das? Kohle? Jetzt so, wirklich Kohle? Du siehst nicht nach Kohle aus. Schauen wir mal. Die Fackeln sind auf jeden Fall sehr schön schnell da. Das ist echt Kohle. Und Goblin! Aber kein Problem, weil unser Squatch den schon da und der Goblin flieht, oder was? Das geht ja gar nicht. Fliehende Goblins, hinterher! Der ist jetzt echt abgehauen. Ist es gut oder ist es schlecht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich das gut finden soll oder nicht, dass der abgehauen ist. Oder ob der Bescheid sagt, hey Jungs, da sind super ausgerüstete Leute. Kommt mal mit und lasst die mal raiden gehen. Was ich schlecht fände. Wenn er hingegen sagt, ja, die sind so stark, wir haben keine Chance. Dann fände ich das gut. Was ist das denn hier? Sandstone. Der geht ja weg wie Sand. Na, wir werden feststellen, ob da jetzt gleich eine dicke Goblin-Looter-Party ankommt. Ich hoffe ja nicht, aber ich fürchte ja schon. Aber immerhin wissen wir sind gut ausgerüstet. Apropos Ausrüstung. Wir haben ja hier noch eine Falle gebaut. Ist die mittlerweile fertig? Oder habe ich die überhaupt fertig gebaut? Du bist... Gar nichts. Du bist Deko. Browser Trap Base. Okay. Spike Trap. Browser. Browser. Dann bitte baut mir doch mal so eine Falle. Ja, die machen das schon. Sieht hier so dunkel aus. Bild. Touch. Ah, da haben wir schon. Und hier auch noch. Was haben wir hier gefunden? Ist das Zinn? Jawoll. Und ein neues Yak wurde geboren. Das ist ganz schön viel Zinn. Da muss auch eine hin und hier auch. Ja, kaum graben wir runter, finden wir Zinn, oder wie? Ja, perfekt. Dann machen wir hier auch mal ein bisschen größer.
Ja, dann haben wir mittlerweile auch Zinn gefunden. So, jetzt bin ich gespannt. Wird ein Yak direkt geschlachtet? Das sieht danach aus. Yap. Und es ist ein Male Yak. Okay. Ich hoffe mal, dass wir dann hier trotzdem genügend haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ihr macht es schon. Ja, passt. War wohl das dritte Mail-Jack. Zwei hätte ich ja gern, für den Fall, dass die Goblins mal wieder meinen. Sie wollen irgendwas. So, wir müssen die Nahrung im Auge behalten. Nachdem fast alles gerade deaktiviert ist. Aber noch sieht's gut aus. Wunderbar. So, dann wieder in den Keller. Build Torch. Das könnte sich ausgehen, oder? Terra Dig. Stairs down. Nein, genau nicht. Dann Cancel Job. Da. Hallo? Dankeschön. Ja, dann kein Problem. Gehen wir einfach ein bisschen weiter weg. Dahin. Und kommen richtig raus. Ja, wenn ich das richtig sehe, müssen wir gleich nochmal eins weiter rechts. Also auf der Ebene. Aber das wird schon. So, wir sind auf. Die Aufnahme ist direkt im Weg. 47, 48, 49, 50. Also auf die Ebene wollen wir. Mindestens. Natürlich geht tiefer auch. Aber wir müssen jetzt nicht übertreiben. Ganda ist auf dem Weg nach unten. An Erschöpfung ohnmächtig geworden. Nicht so gut. Dann Build Mechanism Spike Trap. Und zwar eine Bronze. Und zwar jetzt gleich ein paar. Jetzt können wir nämlich sagen, hier, ich hätte gern Bronze. Jetzt bin ich gespannt. Na gut, die sind wahrscheinlich hier gerade am... Ne, der ist tatsächlich beim Trainieren umgekippt. Gandahar hier. Das nenne ich Arbeitseinfall, ja. Wenn man beim Trainieren umkippt. So, Build Terra Dig Stairs Down. Hier hin. Perfekt. War mir gerade nicht sicher, ob es eins zu weit war, aber es sieht gut aus. Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, da jedes Mal eins weiter rüber zu gehen. Das ist, keine Ahnung. Machen wir jetzt anders. Wir machen gleich hier so ein bisschen was in der Richtung und dann können wir einfach nach unten graben. Na, hier weiß man echt nicht, ob die Fackel da ist. Auf jeden Fall weiß man, dass hier Zinn da ist. Ach du Schande, ist das viel. Also, schön. Sehr schön. Hier ist noch mehr. Also jetzt haben wir erstmal auch kein Zinnproblem. Moment, hier ist es nicht gerade, der Händler ist da. Baut mal schnell eine Torch, während ich erstmal euch sag, grabt weiter. So, da wären wir auf 50. Wir gehen trotzdem noch ein bisschen weiter runter. Ich vermute mal, das erhöht auch wieder die Chance. Dick. Nein. Dick. Nein.
Dick, jetzt Stairs down. Hier hin. Und hier hin. Und hier hin. So. Jetzt sind wir auf der Ebene, wie wir wollen. Und was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Irgendwas oben. Habt ihr mittlerweile die Traps eigentlich zurückgesetzt? Nein, immer noch nicht. Schauen wir mal. Wir haben, könnten theoretisch den Fightern sagen, ihr macht auch, ach du Schande, Mechanic? Was ist denn jetzt Machining und was ist Mechanic? Ich glaube Mechanic. Und zwar als erstes. Okay. Schauen wir mal. Also jetzt kämpfen sie natürlich erstmal. Vielleicht steht es irgendwie da. The trap has been triggered. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was was macht. Schauen wir mal kurz bei Profession rein. Was macht der Ingenieur? Der wird wahrscheinlich alles haben, oder? Ja, genau. Also Tinkering ist klar. Engineering wird das sein. Ah, und Machining ist das da. Okay. Okay. Und jetzt setzt er sie zurück. Eine und geht dann wieder. Naja, immerhin ersetzt sie zurück. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wir gehen mal wieder ganz schnell nach unten. Und schauen nach, ob sie schon am Graben waren. Ja. Aber wollen nicht weitermachen. Warum? Schlafen gerade alle. Mann, muss ich jetzt viel scrollen. Sieht fast so aus, als ob jeder schläft. Wie sieht's eigentlich bei den Fightern so mit Skills aus? Also Shield hat er mittlerweile 36, hier unser Qualex. Mit einer Fitness von 116. Alles nicht schlecht hier oben. Wie sieht's bei Helebar aus? Oh, Fitness von 129. Der Kerl strotzt, dass jeder Bodybuilder hier vor Neid erblasst. Was hat er denn? Er hat ein Schwert in der Hand. 35. Ja, schade, Shield ist er immer noch besser, aber er wollte ja nicht mehr. Wie sieht's bei Hera aus? Oh, ich will mich gar nicht mit ihr anlegen. Axt 54, also die weiß genau, was man mit einer Axt macht. Und Ganda 62, also der kann diesen Hammer wahrscheinlich werfen und würde eine Fliege treffen. Also unsere Krieger sind definitiv gut ausgebildet. Warum jetzt hier nicht abgebaut wird? Na, ich hoffe mal, dass es immer noch dasselbe ist, dass eben alle gerade schlafen. Und ich nehme auch an, dass es das ist. So. Was ich jetzt trotzdem mal gern erhöhen würde, ist die Kohle, die hergestellt werden soll. Und zwar machen wir mal 20 draus. Wenn nicht sogar mehr. Und bei den Stocks haben wir hier irgendwo Wood, genau. Und
interessiert es mich mittlerweile eigentlich nur noch, wie viel haben wir. Und nicht mehr, ob ich jetzt Birke oder sonst was habe. Ja, 132, damit kann man was anfangen. Definitiv kann man damit was anfangen. So, geht's jetzt weiter? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wo sind sie denn? Da waren sie gerade. Und darum, darum, darum. Touch. Schön synchron. Gibt Bonuspunkte. Nicht wirklich. Ist das Kohle da hinten? Ja. Müssen wir uns mal überlegen. Da hingraben. Jetzt weiß ich wieder, was ich vorher machen wollte. Der Händler war ja da. Mann. Kaum denke ich an Kohle, denke ich an Händler. Wo sitzt er denn? Schläft gerade. Oder ist schon wieder weg? Gnome. Merchant. Genau. Health hungry. Wach mal auf. Hier, ich möchte handeln. Nachdem ich es die ganze Zeit vergessen habe. Kann sich nur noch um Stunden handeln? Blöd. Muss ich jetzt echt warten, bis die auf war? Da ist übrigens immer noch eine Falle nicht zurückgesetzt. Es wäre schön, wenn man da mal was dagegen machen könnte. Mittlerweile trainieren mehr. Gut so. Immer noch am Schlafen. Gut, dann schauen wir mal schnell runter. Dahin. Ah ja. Wir sind ja schon auf Level irgendwas 50. Das heißt, hier könnten wir jetzt Kohle finden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das steinabhängig ist, aber ich hätte jetzt gesagt, in Sandstein wird nicht sonderlich viel sein. Da ist auf jeden Fall Lead, also Blei. Okay. Das ist Kohle. Also es ist heftig, wie stark der Sandstone ist, wenn da Kohle drin ist. Ich meine, hallo, wir reden hier von Kohle, nicht von Diamanten. Das ist echt ein Problem, wie weit der Weg mittlerweile ist. Wahrscheinlich sollte ich nochmal Treppen bauen, direkt hier oder so, dass wir nicht so viel laufen müssen. Schauen wir mal, ist der Händler mittlerweile wach? Ja, dann, hallo Händler. Was hast du denn Schickes für mich? Auf jeden Fall mal Zinn. Und eventuell hast du auch Hide für mich. Nein, hast du nicht. Okay, wollen wir Kupfer auch nehmen? Eigentlich brauchen wir auch kein Zinn, um ganz ehrlich zu sein. Eigentlich brauchen wir gar nichts von dir. Das heißt, eigentlich das Einzige, was gerade interessant ist,
ist fast die Jax. Für 1500. Weil mit denen könnten wir mehr Fleisch und sonst was bekommen. Aber ist es uns das wert? Andererseits, was machen wir sonst mit dem ganzen Gold? Jack, jack, jack. 14 zu viel. Pff. In dem Fall. Moment, wie viel kostet Zinn? Hm. Komm her damit. Gut. Das kann ja dann theoretisch direkt geschlachtet werden. Also, die Mails. Genau. Perfekt. Ich habe gerade keine Ahnung, ob wir... Ja, wobei, wir hätten sogar noch Leder gehabt. Aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann können wir jetzt hier beim Lederworker auch mal einstellen. Wobei, das machen wir nächste Folge. Die nähert sich nämlich, oder die ist nämlich leider jetzt schon wieder zu Ende, die Zeit. Und ja, ich gehe mal hier hin, dann denke ich beim nächsten Mal dran, Fackeln zu bauen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!